Jo Leute, was geht? In diesem Video zeige ich euch ein paar Tipps und Tricks zur MW2 Multiplayer Beta. Wir werden einmal auf die Einstellungen eingehen, welche Einstellungen ihr unbedingt machen solltet, um das Spielgefühl zu verbessern. Des Weiteren zeige ich euch, wie man Aufsätze freischaltet bzw. Waffen freischaltet, wie das funktioniert mit den Waffenstammbäumen. Und zu guter Letzt gehen wir auf die Klassen ein, welche Perks sind wichtig, wie funktioniert das Perksystem. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und solche Videos in Zukunft zu MW2 nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Falls ihr Bock auf einen extrem leckeren Gaming-Booster habt, ohne Zucker, ohne Taurin oder sonstigen Bullshit, schaut gerne mal bei meinem Partner Holy vorbei. Dort bekommt ihr mit dem Code MAYBE 10% auf eure Bestellung und könnt mich gleichzeitig noch unterstützen. Vielen Dank. So, wir befinden uns jetzt hier in der Lobby von der PS4-Beta-Version. Ihr könnt diese Einstellungen natürlich für jede andere Plattform auch verwenden. Wir müssen als erstes in die Einstellung gehen. Dazu drücken wir einmal Start und dann kommen wir hier oben rechts zu den Einstellungen. Wir gehen einmal ganz kurz auf die Controller-Einstellungen ein. So, fangen wir einmal an mit den Controller-Einstellungen. Hier würde ich euch einmal empfehlen, L1 und L2 zu vertauschen, weil man mit L1 und R1 besser schießen und zielen kann. Sehr wichtig, macht die Controller-Vibration aus. Die stört im Multiplayer nur. Bei der Stick-Empfindlichkeit kann ich nur 7,7 empfehlen, aber hier nehmt auf jeden Fall das, was euch am besten gefällt. Und ganz unten bei den Gameplay-Änderungen würde ich euch empfehlen, den automatischen Sprint auf den automatischen Taktik-Sprint zu legen, denn dann, wenn ihr loslauft, werdet ihr automatisch in den Taktik-Sprint gehen und das ist auf jeden Fall auch ziemlich hilfreich, dann müsst ihr nicht immer den Stick reindrücken. Bei erweitert solltet ihr auf jeden Fall euren Stick Drift einstellen. Hier müsst ihr natürlich gucken, wie viel Stick Drift hat euer Controller, wie, sage ich jetzt mal, benutzt ist euer Controller. Und dementsprechend solltet ihr hier dann die Einstellungen vornehmen. Das müsst ihr aber, sage ich jetzt mal, individuell auf euren Controller anpassen. Kommen wir jetzt einmal zu den Grafikeinstellungen. Hier sind ein paar wichtige Dinge dabei, die ihr machen müsst. Und zwar einmal die Weltbewegungsunschärfe ausstellen, genau wie die Waffenbewegungsunschärfe ausstellen. Das Bildrauschen würde ich auch auf 0 machen. Und dann noch Tiefenschärfe ausschalten. Und bei dem Fidelity Cast solltet ihr am besten das Ganze auf so 50, 60 um den Dreh stellen. Das Ganze passt so ein bisschen die Schärfen an. Also dadurch könnt ihr so ein bisschen bessere Konturen erkennen und besser die Gegner sichten. Deswegen hat sich herausgestellt, dass ungefähr 50 der beste Wert sein soll. Als nächstes beim Sichtfeld kann ich persönlich nur empfehlen, 120 zu nehmen. Das 120er FOV ist für mich persönlich das Beste. Damit habe ich immer die besten Erfahrungen gemacht. Aber hier nehmt eins, was euch passt. Kommen wir jetzt zu den Audioeinstellungen. Hier würde ich euch unbedingt empfehlen, hier den Kopfhörer-Bassverstärkung mit reinzunehmen als Audiomix. Hier könnt ihr am besten die Schritte hören. Benutzt dann auf jeden Fall 100 Lautstärke. Die Musik könnt ihr nach eigenem Belieben einstellen. Ich habe sie jetzt mal ausgestellt. Bei der Dialoglautstärke habe ich 50 eingestellt. Es gibt ein paar Calls, die sind sehr hilfreich, aber es gibt auch Calls, die sind nicht so hilfreich. Deswegen habe ich das ein bisschen leiser gemacht. Und bei der Effektlautstärke macht 100%, genau wie die Gesamtlautstärke, weil dann könnt ihr am besten die Schritte hören. Und wenn ihr dann beides auf 100% habt, dann macht eure Audio über andere Wege leiser, zum Beispiel am Headset oder so, denn so bekommt ihr dann auf jeden Fall die lautesten Footsteps. Und bei Treffergeräusche Lautstärke habe ich dann auch 50 eingestellt, weil es ist in diesem Spiel echt sehr laut manchmal. Es ist zwar ein cooles Gefühl, dann Kills zu machen, aber ich habe das Ganze jetzt auch mal ein bisschen runtergestellt. Kommen wir einmal zu den Waffen und den Waffenbaumstämmen, denn wir haben ja hier einmal die M4 und es gibt hier unten die Option, einen Receiver auszuwählen und hier können wir sozusagen das Grundgerüst der Waffe verändern. Wir haben hier einmal die normale M4, M16, die Icarus-Variante, damit haben wir so ein LMG, hier haben wir eine Einzelschusswaffe und die Hurricane ist eine MP. Also man verändert sozusagen auch den Waffentyp durch diese Varianten. Wenn ihr dann hier oben auf Fortschritt geht, könnt ihr einmal sehen, wie und welche Waffen ihr als nächstes freischaltet. Wenn wir uns die Spur einmal von der normalen M4 ansehen, dann sehen wir hier, welche Aufsätze wir freischalten. Und hier ab Stufe 13 erhält man dann die erste Receiver oder den ersten Receiver. Ich denke mal, das ist der F-Tech Recon. Und mit dem F-Tech Recon kann man dann hier weiter auf Level 16 die Hurricane-Variante freischalten. Und hier könnt ihr alle möglichen Aufsätze für die M4 an sich, aber auch für die einzelnen Receiver freischalten. Also man hat mehrere Aufsätze für verschiedene
Waffen-Receiver. Nehmen wir einmal das Beispiel des Pinnacle Griffs. Diesen können wir nämlich nur freischalten, wenn wir die LMG-Variante auf Level 2 bringen. Man sieht leider nicht hier die Bezeichnung des Griffs. Jedoch schalten wir diesen Pinnacle-Griff nur durch die LMG-Variante frei. Und wenn wir dann auf unsere Waffe gehen, können wir bei der M4-Variante diesen Griff dann weiterhin benutzen. Und so schaltet man den überhaupt frei. Denn den schaltet man jetzt zum Beispiel nicht durch die normale M4-Variante frei. Also ihr könnt durch andere Receiver, wenn ihr andere Receiver levelt, könnt ihr weitere Aufsätze für eure normale M4 beziehungsweise für alle möglichen Varianten freischalten. Nicht jeder Aufsatz kann für jede Variante benutzt werden. Doch kann man durch das Leveln dieser verschiedenen Receiver mehr Aufsätze für eure Waffe an sich freischalten. Bei der M4 gibt es hier zwei Richtungen des Stammbaums. Hier ist einmal die LMG-Variante und ab Level 13 kriegt ihr dann auch noch die M16. Würde euch auf jeden Fall empfehlen, alle Varianten zu leveln, um alle möglichen Aufsätze freizuschalten. Gibt auch noch einen weiteren Stammbaum in diesem Spiel, der ist zwar noch nicht offiziell freigeschaltet, den konnte man durch einen Exploit freischalten, und zwar den der Lachmann. Wir haben hier einmal die Lachmann, diese habe ich gelevelt und so konnte ich die Lachmann MP freischalten, obwohl die eigentlich noch nicht freigeschaltet werden soll. Und hier sehen wir auch, wir können hier die Aufsätze freischalten für die Lachmann MP, und auf der anderen Seite konnte ich dann durch diesen Stammbaum die Rap Age freischalten und diese dann auch leveln. Hier seht ihr nochmal den Stammbaum im Überblick. Also es gibt aktuell nur diese beiden Stammbäume, aber diese werden natürlich dann auch in der Vollversion kommen. Im Prinzip müsst ihr eine Waffe nehmen, den Receiver leveln, weitere Receiver freischalten bzw. weitere Waffenvarianten freischalten, diese dann leveln, um alle möglichen Aufsätze für einen Waffenstammbaum freizuschalten. Falls ihr sehen wollt, welche die besten Aufsätze für die M4 sind, dann habe ich hier ein Video für euch, schaut das gerne an, dort habe ich das mal ein bisschen genauer erklärt. Gehen wir jetzt nochmal einmal kurz auf die Punkteserien ein. Hier ist eine sehr wichtige Sache, die ihr bedenken müsst, welche Spielweise ihr habt. So könnt ihr eure Punkteserien oder Killstreaks anpassen. Ihr seht es hier unten links, ihr könnt mit einem Knopfdruck ändern, ob ihr Killstreaks oder Punkteserien benutzen wollt. Ihr könnt also mit 4 Kills eine Drohne bekommen oder ihr könnt mit 500 Punkten eine Drohne bekommen. Und hier ist es sehr individuell, was für eine Spielweise ihr habt, was für einen Modus ihr spielt. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, Punkte- oder Killserien zu benutzen. Wenn ihr nur Team Deathmatch zockt, dann ist es auf jeden Fall besser, Killstreaks zu benutzen. Wenn ihr aber Objective-Based-Modus, also Herrschaft oder Stellung spielt, nehmt auf jeden Fall die Punkteserien mit, denn diese können auch aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn ihr die Drohne benutzt und durch die Drohne Punkte macht, könnt ihr relativ schnell an die Konterdrohne kommen. Oder wenn ihr auch Kills mit einem Marschflugkörper macht, zählt das auch als Punkte, um dann weitere Streaks zu erreichen. Grundsätzlich finde ich die Variante der Punkteserien wesentlich besser, weil ihr durch das Einnehmen von Flaggen dann nochmal echt viele Punkte bekommt. Oder wenn ihr auf einer Flagge Kills macht oder wenn ihr Kills macht, während ihr die Flagge verteidigt. Also alles Möglichkeiten, um schneller eure Punkteserien zu erreichen. Deswegen nehmt auf jeden Fall die Punkteserien mit, außer wenn ihr Team Deathmatch spielt. Als letztes gehen wir nochmal auf Perks, Ausrüstung und Feldausrüstung ein. Aktuell ist es leider nicht möglich, den Stim zu benutzen. Den bekommen wir erst Level 17, wenn die Beta dann in das zweite Wochenende geht. Die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Spritze, also Stim. Bis jetzt nehme ich vorläufig nur die Betäubungsgranate mit. Bei der Primärgranate würde ich einfach nur die Semtex empfehlen. Die ist auf jeden Fall immer konstant und man weiß, wie man mit der umzugehen hat. Schauen wir uns jetzt einmal die Extras an, denn das hat sich auf jeden Fall geändert im Vergleich zu den anderen CODs. Wir haben einmal zwei Basis-Extras. Diese können wir hier bearbeiten. Es gibt einmal hier eine kleine Auswahl von Extras, die wir benutzen können, die wir dann standardmäßig immer dabei haben. Eiltempo, Kampfgestell, Plünderer, KRD, Spurenleser, starker Arm und Taktikausrüstung. Ich finde, die besten Extras sind hier einmal KRD, Kampfgestell und Overkill, falls ihr eine zweite Waffe benötigt. Wenn ihr nicht unbedingt eine zweite Waffe braucht, dann nehmt auf jeden Fall Kampfgestell und KRD. Da seid ihr ein bisschen resistenter gegen Granaten und Betäubungsgranaten. Wenn ihr viel am Sprinten seid, ist Eiltempo natürlich auch eine gute Variante. Aber die restlichen Perks sind nicht wirklich so zu empfehlen. Das zweite Perk bekommt ihr dann nach einer gewissen Zeit. Ich glaube, es sind ungefähr 400 Sekunden. Aber es ändert sich nach jedem Kill oder jedem Objective, was ihr einnehmt, nochmal. Ich glaube, um 10 Sekunden reduziert es sich bei jedem Kill. Und hier haben wir dann auf jeden Fall zwei Perks, die ich euch empfehlen kann. Einmal zusammenflicken. Hier bekommt ihr
schnellere Gesundheitsregeneration. Aber falls wir dann später den Stim haben, ist es nicht unbedingt notwendig, wenn wir dann den Stim dabei haben stattdessen. Deswegen kann ich euch nur Fokus empfehlen, denn es reduziert das Zucken und Zittern der Waffe. Das Zucken ist, wenn ihr angeschossen werdet, dass ihr dann in der Zielvorrichtung so ein bisschen aufschreckt. Und da könnt ihr halt öfters mal veraimen. Deswegen ist dieses Perk sehr, sehr wichtig. Und bei dem letzten Perk würde ich euch unbedingt das Perk Vogelblick empfehlen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn ihr bekommt in dem Moment, wo ihr das Perk erhaltet, eine kleine Drohne und ihr seht, in welche Richtung die Gegner laufen, wie beim Orbi, falls ihr eine Drohne aktiv habt. Und das Perk ist vor allem in diesem Spiel, wo die Minimap nicht so viel anzeigt, extrem, extrem wichtig. Deswegen nehmt unbedingt Vogelblick mit. Das Perk bekommt ihr dann leider auch erst am Ende der Runde, aber wenn ihr das dann bekommt, habt ihr auf jeden Fall einen ordentlichen Vorteil. Kommen wir als letztes zu den Feldausrüstungen. Und hier gibt es für mich entweder tragbares Radar oder Totenstille. Das sind die beiden Sachen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Das tragbare Radar ist so wichtig, weil ihr das oft bekommt. Und da wir ja in diesem Spiel keine Minimap-Pings haben, wenn Leute schießen, ist dieses tragbare Radar noch wichtiger. Es ist natürlich etwas defensiver, tragbares Radar, deswegen platziert es auf jeden Fall an einem Punkt, wo viel los ist. Und da könnt ihr dann immer drumherum patrouillieren. Wenn dann Totenstille freigeschaltet wird auf Stufe 30 am nächsten Wochenende, dann nehmt auf jeden Fall auch Totenstille mit, denn die Schritte in diesem Spiel sind sehr, sehr laut. Und wenn ihr richtig wisst, es einzusetzen, dann ist Totenstille extrem, extrem gut. Denn wenn ihr Kills macht, während Totenstille aktiv ist, dann bleibt ihr in der Totenstille und somit könnt ihr dann sehr entspannt über die Map flitzen. Ja Leute, das waren dann ein paar wichtige Tipps und Tricks, die ihr beachten solltet. Und ich denke mal, damit könnt ihr in der Beta ein bisschen besser abschneiden. Ja Leute, das war das Video mit den Tipps und Tricks für die Beta. Ich hoffe, damit könnt ihr ein bisschen besser abschneiden. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und jetzt Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.